Ein ziemlich langweiliger Tag im Arbeitsleben von Heinz-Rüdiger Altmann, oberstem Vorsteher der Bad Wonneburger Vogelschutzgruppe. Deshalb hat sich die Gewerkschaft für Herrn Altmann etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ja, wir von der Vogelschutzstiftung haben ja eigentlich keine Knete mehr, ne? Aber für unseren Heini wollen wir ja nochmal was ganz Besonderes organisieren. Ja, ein ganz besonderer Fall. Aus diesem Grund lassen sie für ganze 12.000 Euro einen Turmfalken mit gebrochenem Flügel importieren. Ein richtiger Leckerbissen für Herrn Altmann. Naja, so kann er wenigstens immer wieder mal einen Vogel beschützen, ne? Ohne dass wir selber eingefähren müssen. Das ist richtig praktisch. Aber Herr Hoppenstedt, da haben Sie sich ja etwas Absurdes ausgedacht.